Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Henrys Geheimnis. Juhu! Desmond hat zwei der besten Plätze reserviert. Ich bin beeindruckt. Sie muss die Karten als eine der ersten gekauft haben und ich wage nicht, sie nach dem Preis zu fragen. Wir sitzen beinahe in der ersten Reihe, im VIP-Bereich. Nur ein kleiner Gang trennt uns von der Bühne. Ich bin mir sicher, dass ich von hier aus seine Gesichtszüge beobachten kann. Und dass auch er mich sehen wird. Im Gedanken daran, dass er auch mich sehen könnte, wird mir etwas mulmig. Ich dachte, ich könnte ihn ansehen, ohne selbst gesehen zu werden. Die Halle ist schon gut gefüllt. Fast alle Besucher sind weiblich. Viele von ihnen haben Banner und Poster dabei, die sie im passenden Moment ausrollen werden. Ich bin ziemlich nervös, angespannt und mir ist übel. Ich fühle mich nun nicht mehr so selbstsicher wie vorher. Oh Gott, der Mann, den ich liebe, wird in wenigen Minuten auf die Bühne stürmen, umjubelt von tausenden Mädchen. Und ich habe ihn seit 7 Tagen nicht gesehen. Die schrecklichsten sieben Tage meines Lebens. Ich werde mich damit begnügen müssen, ihn von den Zuschauerrängen aus anzusehen und zu klatschen. Na, du wirkst aber auch ziemlich aufgeregt. Ja, ein bisschen. In dieser Halle ist eine ganz schöne Stimmung. Ja, so ist das immer. Das Vorprogramm beginnt und ich bekomme nichts davon mit. Ich höre nicht einen einzigen Moment zu. Ich bin gedanklich zu sehr auf Henry fixiert, der sich jetzt wahrscheinlich irgendwo hinter der Bühne vorbereitet. So nah und gleichzeitig so weit entfernt. Einmal mehr. Das Licht geht wieder an und ich bin immer noch genauso konzentriert. Das war cool. Wie hat es dir gefallen? Layla? Hä? Ah, ja, es war super. Ich antworte mit gespielter Begeisterung, aber sie ist viel zu euphorisch, um mich wie sonst zu durchschauen. Das Warten nimmt kein Ende und ich habe das Gefühl, gleich zu explodieren. Schließlich geht das Licht wieder aus. Das Publikum beginnt laut zu kreischen. Ich habe das Gefühl, ich würde gleich sterben. Die ersten 5 Akkorde sind zu hören und dazu leuchten im selben Rhythmus Lichter auf. 5 Tänzer tauchen auf. Sie bleiben unbewegt stehen. Dann höre ich ihn. You are told to feel dead just like them. To copy and then shine. Er beginnt zu singen, zuerst ganz leise. Ich bekomme Gänsehaut. Ich bekomme Gänsehaut. Schön. Ich weiß nicht, woran es liegt. An der Konzerthalle, der besonderen Situation, daran, dass ich weiß, dass es Henry ist, oder an all dem zusammen. Aber ich nehme den Gesang so intensiv wahr wie noch nie. Der Bühnenboden öffnet sich und in der Mitte der Bühne wird Jay emporgehoben, die Gitarre in der Hand. Oh, er wird jetzt nicht unterbrochen, okay. Wow, und die Fans sind wieder zu hören, schön. Begleitet vom lauten Kreischen der Fans beginnt die Show. Ich bin wie hypnotisiert, Jay gibt alles. Man spürt, wie viel Spaß ihm das macht, was er tut. Er lebt den Moment zu 200%. Jasmine ist neben mir völlig ausgelassen. Ich konzentriere mich auf die Bühne und auf ihn. Die Tänzer bewegen sich um ihn herum. Hin und wieder tanzt er ein paar Schritte der komplizierten Choreografie mit. Er ist ein wirklich guter Tänzer. Ich sehe in Gedanken denselben Henry vor mir, der auf Amelies Party ungelenkt mit mir tanzt. Er ist nicht nur ein guter Tänzer, sondern auch ein guter Schauspieler. Aber in diesem Moment schaffe ich es nicht, ihm deshalb böse zu sein. Außerdem ist es was ganz anderes, eine Choreografie zu tanzen, als irgendwie so einen Partnertanz zu machen. Das kann man nicht mal ansatzweise vergleichen. Also ehrlich mal. Ich meine, ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Ich hatte beides. Damals vor dem Abschlussball der Schule hatte ich diesen Partnertanz anstelle von Sportunterricht für den Abschlussball.
Und Choreografien, klar, durch die Stage, ne? Im Tanzunterricht, logisch. Das erste Lied geht unter dem tosenden Applaus des ganzen Saals zu Ende. Plötzlich nahm das Licht andere Farben an. Die Musiker und die Tänzer verließen die Bühne. Schlagartig änderten sich die Atmosphäre und die Stimmung. Ich merke, wie meine Emotionen in mir hochsteigen. Er begrüßt das Publikum, während das Licht durch die Halle schweift. In dem Moment sieht er mich und unsere Blicke treffen sich. Ich bekomme wieder Gänsehaut und schnappe nach Luft. Jay wendet sich an sein Publikum und dankt allen, dass sie gekommen sind. Das ist ein besonderer Abend. Ich habe speziell für heute ein neues Lied geschrieben. Oh! Und dieses Lied ist für euch. Seine Augen suchen wieder nach meinen und er spricht weiter, ohne den Blick abzuwenden. Habt ihr auch schon mal Fehler gemacht? Ich mache ständig welche. Das Licht richtet sich wieder auf die Bühne und leuchtet ein Klavier an, das unauffällig aufgebaut worden ist. Oh, ich ahne, was jetzt kommt. Während er weiterspricht, geht er auf das Klavier zu und setzt sich. Das Publikum ist außer sich. Aber es gibt Fehler, die die Menschen verletzen, die wir lieben. Worte, Gesten, Taten. Oh ja, mein Lieblingslied, ich liebe es. Die wir gleich danach bereuen und die schwere Folgen haben. Das Lied ist vom Text her super kitschig, aber es hat so eine schöne Melodie und er singt es so schön, dass das kann man nur lieben. Ich habe so einen Fehler begangen. Mein Herz droht zu zerspringen und ich zittere am ganzen Körper. Sept jours à craindre que tu t'en ailles. C'est avec toi que mon existence a pris un sens. Que les plaies d'autrefois furent au passé. Oh, j'aimerais tant. Entschuldigung, ich kann nicht anders. Töne auf diesem wunderschönen Klavier und beginnt zu singen. Seit 7 Tagen schon leiden mein Herz und meine Seele Höllenqualen. Das singt er, das ist die Übersetzung. Achso, Entschuldigung. Nachts jagt ein Traum den nächsten, sodass ich kaum noch weiß, wann ich wach bin und wann ich schlafe. 7 Tage des Bedauerns, 7 Tage Furcht, du könntest fortgehen. Erst mit dir bekam mein Leben einen Sinn. Haben die Wunden der Vergangenheit eine Chance auf Heilung? Wie gern wäre ich jetzt bei dir. Würde ich mein Geheimnis vergessen und dich lieben wie nie zuvor. 7 Tage getrennt. Liebe ich dich nur noch mehr. Durch dich ist mein Leben so aus den Fugen geraten, dass ich nicht länger weiß, wo oben und unten ist. Ich kann kaum fassen, wie weh ich dir getan habe mit meinen Worten. Dabei sprach da nur die Angst aus mir, den nächsten Schritt zu gehen. Wie gern wäre ich jetzt bei dir. Würde ich mein Geheimnis vergessen, ich liebe wie nie zuvor. Ich fühle mich fremd, so allein in dieser sterilen, trostlosen Welt, in der du nicht bist. 7 Tage, in denen ich langsam, aber sicher den Verstand verliere, in denen mein Herz sich nach deinem sehnt und sei es nur für einen kurzen Moment. Wie gern wäre ich jetzt bei dir. Würde ich mein Geheimnis vergessen und dich lieben wie nie zuvor. Meine Tränen fließen in Strömen. Er hat nicht auf Englisch gesungen, damit ich alles verstehe. Ich finde Französisch auch ehrlich gesagt schöner. Die Sprache ist scheiße schwer, aber es klingt einfach schön. Ich mag das einfach.
Der letzte Akkord verklingt im Saal. Und das Publikum bricht in tosenden Applaus aus. Dann habe ich ja fast noch aufgeholt. Yay! Ach, ist das schön. Hoffentlich kriege ich keine GEMA-Probleme mit dem Part. Aber ich bleibe unbewegt stehen. Dieses Lied war für mich. Es gibt keinen Zweifel. Er hat mich keinen Augenblick aus den Augen gelassen. Nicht mal, um beim Klavierspiel auf seine Hände zu achten, zu sehen. Das ist die schönste Liebeserklärung, die man bekommen kann. Och, Laila, dir geht's gerade wie mir. Komm, wir weinen zusammen. Ach, Mann, scheiße. Dann hat er also genauso gelitten wie ich. Laila, alles in Ordnung? Nein, ich bin berührt, lass mich. Meine Freundin bemerkt mein verheultes Gesicht, obwohl ich versuche, die Tränen schnell wegzuwischen. Schon verrückt. Ich musste bei diesem Lied an deine Beziehung zu Henry denken. Ja, voll komisch. Ich verstehe, dass es dich so mitnimmt. Ich brauche frische Luft. Ich muss durchatmen. Ich begleite dich. Kommt nicht in Frage. Ich muss jetzt allein sein. Ich will auf keinen Fall, dass sie wegen mir auch nur eine Sekunde dieses Konzerts verpasst. Jay winkt dem Publikum zu und verschwindet hinter der Bühne, während seine Musiker übernehmen. Ich stehe auf und gehe zum Ausgang, um meine Gefühle zu ordnen, die nun vollkommen durcheinander sind. Ich muss ihn sehen. Jetzt sofort. Ich kann nicht warten. Ich stehe vor dem Backstage-Eingang. Allmählich beruhigt sich auch mein Atem wieder, der auf eine schwere Probe gestellt wurde. Oh ja. Wow. Ich musste durch die Halle laufen, an den Sitzreihen vorbei und mich anschließend durch die Menge auf den Stehplätzen drängen. Aber nun bin ich hier in einem leeren Saal und stehe einer Mauer von Sicherheitsleuten und anderen Mitarbeitern gegenüber, die mich von Henry trennen. Bitte, bitte. Schließlich wendet sich mir einer der Security-Mitarbeiter zu. Ja, junge Dame? Ich setze alles auf eine Karte. Ich muss mit Antoine sprechen. Wie bitte? Ja, Antoine. Sagen Sie Antoine, dass Laila da ist. Ich bitte Sie. Der Mann sieht mich argwöhnisch an. Er scheint verwundert, dass ich nach Antoine frage und darüber, dass ich ihm meinen Namen nenne. Haben Sie einen Ausweis dabei? Natürlich. Oh nein, ich habe meine Tasche an meinem Platz gelassen. Ich beginne zu verzweifeln. Sagen Sie Antoine bitte, dass ich da bin. Es tut mir leid, junge Dame. Ich kann leider nichts machen, ohne vorher Ihre Identität überprüft zu haben. Ich hole mein Handy aus der Hosentasche und rufe Henry an. Direkt beim ersten Klingeln antwortet Antoine. Laila? Antoine! Ja, ich bin's. Ich muss ihn sehen. Wo bist du? Vor dem Backstage-Bereich, rechts neben der Bühne. Bleib, wo du bist. Ich höre das Funkgerät eines anderen Security-Mitarbeiters und ein paar unverständliche Worte. Dann dreht sich der Mann zu mir um. Ja, ein Mädchen mit braunen Haaren und grünen Augen. Stimmt, die haben gerade so blau ausgesehen, aber sie hat wirklich grüne Augen, okay. Kann passieren. Er kommt auf mich zu. Entschuldigung, junge Dame. Wie heißen Sie? Laila. Okay. Der erste Security-Typ traut seinen Augen und Ohren nicht. Gehen Sie immer geradeaus, junge Dame. Dann treffen Sie Antoine. Wie oft hier einfach mal junge Dame fällt. Ich betrete den Raum hinter den dicken schwarzen Vorhängen und treffe dort auf eine Schar von Tänzern, Technikern und anderen Mitarbeitern. Ich beginne in die angegebene Richtung zu eilen. Schließlich erkenne ich Antoine, der mir entgegenkommt und in sein Funkgerät spricht. Alles klar, ich hab Laila. Dann höre ich klar und deutlich Henrys Stimme. Ich laufe in Richtung Gang 9. Okay. Komm, du hast noch 52 Sekunden. Er nimmt mich an der Hand und läuft los.
Wieder durchqueren wir eine Gruppe von Leuten und landen schließlich in einem ebenso belebten Gang. Layla! Ich drehe mich in die Richtung, aus der die Stimme kam, und sehe ihn, etwa 10 Meter von mir entfernt. Er läuft auf mich zu und weicht dabei den Leuten aus. Auch ich beginne zu laufen. Layla! Ich bin nur noch wenige Meter von ihm entfernt. Ich laufe so schnell ich kann, aber er ist schneller. Henry! Jay! Er breitet seine Arme aus und ich schlinge meine Arme um seinen Hals, während ich wieder anfange zu weinen. Layla, es tut mir alles so leid. Henry spricht schnell. Ach so, okay, Entschuldigung. Er ist in Eile, aber er drückt mich an sich, so fest er kann. Wir haben nur wenig Zeit. Hast du gehört, Layla? Das war für dich. Nur für dich. Bevor ich auf seine unzusammenhängenden Sätze antworten kann, nimmt er mein Gesicht in seine Hände und küsst mich stürmisch. 20 Sekunden. Ich liebe dich, Layla. Ich liebe dich. Bitte verzeih mir. Ich hätte niemals. Seine Augen sind gerötet und füllen sich mit Tränen. Henry, Henry, ich liebe dich. Jetem. Er drückt mich wieder an sich. Du hast mir so gefehlt. Seine Hände befühlen meinen Körper, dann mein Gesicht, so als wollte er sicher sein, dass alles noch da ist. Jay, du bist wieder dran, du musst los. Er lässt mich los und geht weg. Dabei dreht er sich noch einmal um. Komm doch dem Konzert wieder. Aber ich bin mit Jasmine hier. Bring sie mit. Wir haben ihr einiges zu erklären. Dann eilt er davon und kurz danach ertönt seine Stimme auf der Bühne. Mir wird bewusst, wo ich mich befinde. Und ich nehme die ganzen Leute um mich herum wahr, die mich anstarren. Dem von euch, der weiter erzählt, was er gerade gesehen hat, und sei es auch nur seinem Hund, dem hänge ich eine Klage an. Sehr gut. Alle gehen sofort wieder geschäftig an die Arbeit. Ich drehe mich zu Antoine um. Mir ist klar, dass ich einen Fehler begangen habe. Keine Sorge, ich wusste, dass das passieren würde. Okay, danke. Ich habe das gesamte Team vorher eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreiben lassen, die sich verpflichtet, über das Privatleben von Jay stillschweigend zu bewahren. Sehr gut. Sie sind wirklich vorausschauend. Er lächelt mich an. Das ist mein Job. Ich bin sein Manager. Das erklärt alles. Ich freue mich, dass du da bist. Nun umarmt auch er mich. Yay. Ich bin mir sicher, mein Sohn ist bei dir in guten Händen. Ich. Du solltest jetzt zu deinem Platz zurückkehren. Heute Abend wird er sein Bestes geben. Erst recht, weil du da bist. Er zwinkert mir zu. An deiner Stelle würde ich das nicht verpassen. Antoine begleitet mich zum Ausgang des Backstage-Bereiches. Hier, nimm das. Das sind 2 Pässe. Einer für dich und einer für Jasmine. Steck sie in deine Tasche und zeig sie nur meinem Team. Ich stecke die Karten in meine Hosentasche. Gut. Bis später. Dann verschwindet Antoine wieder hinter dem schwarzen Vorhang. Ich kehre zu meinem Platz neben Jasmine zurück, die wild auf- und abhüpft. Yippie! Als sie mich sieht, hält sie inne und beugt sich zu hinüber. Also zu mir hinüber, muss da eigentlich stehen. Wo warst du? Alles in Ordnung?
Oh ja, in bester Ordnung. Ja, keine Sorge. Ich lächle sie so ehrlich wie möglich an, um ihr zu zeigen, dass es mir gut geht. Auf der Bühne gibt Henry alles. Ich erkenne ihn kaum wieder. Ich habe wieder ein neues Gesicht an ihm entdeckt und ich liebe alles, was zu ihm gehört. Das Konzert war wunderbar. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, auf einer Wolke hindurchzuschweben. Getragen von meinen Emotionen, der Musik, seiner Stimme und dem Publikum habe ich einen ganz besonderen Abend erlebt. Jay lieferte über 2 Stunden lang eine perfekte Show. Er hat sogar ein Lied von Mysteria gecovert. Damit hatte ich nicht gerechnet, aber es war wirklich gut. Er hat seine eigene Version des Songs geschaffen, ohne das Original, das ich sehr mag, zu verunstalten. Die Fans sind vollkommen aus dem Häuschen. Ich habe noch nie so ein Konzert erlebt. Was für eine Bühnenpräsenz und was für eine Stimme. Nach 3 Zugaben ist das Konzert zu Ende. Wow, 3 Zugaben. Das ist viel. Und das Licht geht an. Ich meine, wir von der Stage hatten immer nur 1 Zugabe parat, wenn überhaupt. Das ist schon heftig. Das war einfach genial. Laila, gib zu, das Konzert war der Hammer. Ja, das war es. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut würde. Ich wusste, es würde dir gefallen. Ja, wirklich eine tolle Show. Und keine Sorge, als du weg warst, hast du nicht viel verpasst. Es waren vor allem die Musiker und Tänzer auf der Bühne. Umso besser. Dir scheint es plötzlich viel besser zu gehen. Du hast mir wirklich Angst gemacht, als du weinend weggelaufen bist. Ich habe mit Henry gesprochen. Oh, endlich! Aha, ja. Wir haben alles geklärt. Wir konnten nicht lange reden, aber der Albtraum ist endlich vorbei. Sie umarmt mich. Laila, ich freue mich so für dich. Hat dich Jays Lied dazu gebracht, mit ihm zu reden? Wenn sie wüsste, wie sehr sie damit ins Schwarze getroffen hat. Ja. Wir sollten gehen. Nein, warte. Mir wird plötzlich bewusst, dass sie in ein paar Minuten feststellen wird, dass ihr Idol einer ihrer Freunde ist. Ich weiß nicht, wie sie das aufnehmen wird, aber es ist Henrys Entscheidung. Ich nehme die Hand meiner Freundin. Komm mit. Ja, und damit werde ich den Part jetzt beenden hier an der Stelle, denn der ist lang genug geworden. Wir haben endlich das Ende des schrecklichen Albtraums und dieser Part war auch schon wieder so voller Emotionen, also einfach nur Hilfe. Ich hoffe, man hat mich noch gut verstanden, wenn Jay gesungen hat, da war ich mir echt nicht ganz sicher. Aber, ja, ich denke schon. Und wenn nicht, ist auch egal, ihr habt ja Untertitel, ne? Sonst könnt ihr zumindest selber mitlesen, wenn ich etwas unverständlich war. Jetzt auf jeden Fall kommt schon ziemlich bald das große Finale, kann ich sagen. Ich meine, jetzt wird Jasmine erfahren, dass Henry Jay ist und dann fehlt eigentlich nur noch Clément, der das erfahren sollte. Und ansonsten, ja, weiß ich gar nicht. Da kommt eigentlich jetzt nicht mehr viel. Noch so ungefähr 3 Parts, würde ich mal ungefähr vermuten. Dann ist das Spiel tatsächlich auch schon durch. Ja, was heißt schon, ne? Wir haben ja jetzt viele Parts davon auch gehabt vom Spiel, aber es ist immer wieder auch traurig, wenn man weiß, es geht zu Ende. Weil jetzt ist alles so schön, jetzt denkt man sich so, ja komm, jetzt kann es weitergehen. Aber in dieser Hinsicht umso schöner, dass ein zweiter Teil bereits eigentlich da ist, wenn auch nur eine Beta bisher. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass ich das euch in genauso guter Qualität präsentieren kann wie den ersten Teil. Und ich meine, das Spiel an sich ist ja kostenlos, deswegen auf Tablet oder Handy könnt ihr euch sowohl Henrys Geheimnis als auch Henrys Geheimnis 2 downloaden. Nur wenn ihr halt besonders viel davon spielen wollt, dann müsst ihr halt natürlich was bezahlen, ist klar. Deswegen etwas Schleichwerbung mal eben, ne? Wie gesagt, ihr könnt es euch einfach im Play Store da runterladen und dann könnt ihr es ja selber schon spielen, wenn ihr nicht warten könnt, bis ich das irgendwann let's playe. Und ja, das wäre dazu zu sagen. Aber erstmal genießen wir noch den ersten Teil zu Ende. Wie gesagt, ungefähr 3 Parts wird es wahrscheinlich noch so dauern, länger nicht. Vielleicht auch nur 2, ich weiß es nicht. Und ja, ich bin einfach nur glücklich gerade. Einfach nur glücklich und ja. Ach, es ist schön, ne? Es ist doch einfach nur schön, Leute. Ich bedanke mich bei euch von Herzen fürs Zuschauen und fürs Zuhören.
Und sage auch nochmal, auch wenn das Plätzchen noch nicht zu Ende ist, schon mal jetzt auch Danke an dieser Stelle für alle, beziehungsweise an alle, die das Let's Play bis hierher mit mir gemeinsam verfolgt haben und geliebt haben. Und ich denke, ich konnte vielen Leuten, zwei fallen mir auf jeden Fall auf Anhieb ein, die erstmal sehr skeptisch dem Spiel gegenüberstanden, die ich dann aber mit dem Let's Play überzeugen konnte, nach und nach, warum ich das Spiel so sehr liebe und warum es so toll ist. Und inzwischen lieben die beiden es auch und das ist doch auf jeden Fall schon mal schön. Und ich hoffe, ich kann mit diesem Let's Play noch viele für dieses Spiel und diese Geschichte begeistern. Und ich weiß, dass ich es nicht schaffen werde, aber im Spiel Das Schwarze Schloss, was ich ja mit meinem Freund zusammen mache, versuche ich eine ähnlich schöne Story zu haben, auch wenn es natürlich ein ganz anderes Thema ist, aber die Liebe wird dort nicht zu kurz kommen zwischen Markus und der netten Jessica. Ne? Ich sage das doch mal ganz klar, sie ist nett, nicht wie diese hier. Und ja. Wenn ihr Henrys Geheimnis mögt, mögt ihr vielleicht auch später mein Spiel, ne? Ich weiß es nicht. Schleichwerbung! Schleichwerbung Ende ist aber auch so, reicht. wie gesagt, danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören und wir sehen uns auf jeden Fall dann im nächsten Part, denke ich mal, wieder. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut. Hab euch lieb, eure Vampi. Ciao!